Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch meinen letzten Einkauf bei Action zeigen. Und wenn ihr wissen wollt, was in dieser Tüte ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich war heute mal Frustshoppen. Ja, mein Tag gestern, der war nicht so der Bringer. Und da habe ich gedacht, ich setze mich heute ins Auto und fahre mal zum Action, war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ja, und bin dann auch mit einer kleinen Tüte wiedergekommen. ich zeige euch einfach mal, was ich eingekauft habe. Es ist von allem so ein bisschen was dabei. Ich nehme erstmal das Schwere. Ich habe mir nämlich nochmal die Reinigungsprodukte gekauft, die ich vom Action sehr gern mag. Und zwar ist das einmal der Kitchen Cleaner mit Lime and Black Pepper. Der riecht super gut und macht auch schön sauber. Und dann habe ich den, ja, Allzweckreiniger auch nochmal geholt. Der ist mit Rosemary und Ginger. Und den Badezimmerreiniger Bergamot und Jasmin. Da ich ja nicht so oft zum Action fahre, habe ich gedacht, kann ich mir das mal wieder auf Vorrat holen. Und dann auch noch hier. Das ging natürlich nicht ohne. Das ist nämlich mit Orange und Jasmin ein Washing Up Liquid. Deswegen, das habe ich dann auch mal mitgenommen, dass ich das einfach hier wieder auf Vorrat habe. So, und ich war noch aus einem anderen Grund beim Action, weil ich treffe mich nächste Woche mit ein paar lieben Mädels. Und ich freue mich da super, super drauf, weil das ist jetzt schon echt lange her, dass ich mich überhaupt mit irgendwem getroffen habe. Deswegen, ich bin super gespannt, freue mich auf den Urlaubstag. Ja, und ich habe halt gedacht, ich packe für die Mädels ein kleines ja, Geschenkchen ein. Und da habe ich unter anderem hier beim Action diese Make-up-Remover-Pads mir geholt. Und die sind hier so grün. Mal gucken, ob ich das hier aufbekomme, ohne dass ich jetzt hier alles auffädeln muss. Auch natürlich nicht. So, machen wir das ab. Fertig. Weil ich werde da so einen Papierbecher nehmen und dann packe ich hier diese Pads dann rein, weil die kann man ja ganz gut brauchen. Und ich habe extra diesen großen Packen. Da sind 10 Stück drin von diesen Dingern und dann kann man die hier normalerweise immer gut reinschmeißen, entweder zum Waschen oder so zum Trocknen. Aber ja, die werde ich dann an die Mädels verteilen. Dafür habe ich dann auch, jetzt muss ich mal gerade gucken, mir was Witziges überlegt, weil, ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie lustig, deswegen habe ich für jeden dann noch so ein Überraschungsei gekauft quasi, einmal mit Prinzessin Jasmin, einmal Frozen 2 und einmal Cinderella. Dann kriegen die alle drei ein Überraschungsei. ja, und dann habe ich noch was Cooles gefunden. Muss mal gerade suchen. Ist jetzt alles hier so durcheinander gekommen. So. Da habe ich Gesichtsmasken gefunden mit den Prinzessinnen drauf. Also einmal Schneewittchen. Dann haben wir Belle, dann haben wir Rapunzel und Cinderella. Und dann bekommt jede von denen auch eine von denen. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber ich fand die auf jeden Fall süß, weil die sind auch unterschiedlich. Die eine ist für Refreshing, die andere für Deep Cleansing. Dann haben wir eine mit ja, Teebaumöl und eine mit Orangenextrakt. Also deswegen wird diese hier, die wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Und die drei werden weiter wandern. Ich habe gedacht, das wird bestimmt lustig. So, dann habe ich für meinen Ältesten mal neue Boxershorts gekauft. Für meine Tochter neue Unterhosen. So, dann habe ich mir eine Haarmaske, also eine Haarmask-Cap, also hier ist so eine Kappe drin mit weißen Blumen. Also die sah irgendwie witzig aus und die will ich mal ausprobieren. Dann, das hier war einfach nur süß vom Packaging her, deswegen mitgenommen, ist eine Peach Fruity Sheet Mask Refreshing. Und hier die finde ich auch lustig, da gibt es nämlich auch mehrere von. Ich muss mal gerade gucken, genau, hier die und die. So, habe ich 5 Stück von geholt, das sind 5 verschiedene. Da haben wir einmal eine mit Pomegranate, mit Vitamin C, mit Pfefferminz, mit wilder Rose und mit Lavendel. Und die sind halt alle, eine zum Get Sleepy, Glow Away,
und so. Also ich fand das lustig, deswegen habe ich die mal mitgenommen. Aber wie gesagt, ich habe die bis jetzt noch nicht verwendet, deswegen weiß ich auch nicht, wie gut die sind. So, falls es jetzt Hintergrundgeräusche gibt, es wird gerade hier gesaugt, deswegen, ja, tut mir das leid, falls das sein sollte, aber ja, es sitzt halt gerade mitten im Video, deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ja, dann haben wir hier eine Ladies Lounge Pants in der Größe S. Also die hier, die mag ich super gerne und als ich gesehen habe, dass da endlich mal wieder in einer in meiner Größe ist, habe ich die mitgenommen. Ich habe da schon so zwei von und ich finde die super bequem. So, dann habe ich für das Geschenk für die Mädels das hier gekauft, weil die esse ich super gerne. Das ist ein Fruit Teller. Es ist so ähnlich wie Mauarm, nur hier, die schmecken mir deutlich besser und die werde ich denen dann auch in diese Überraschungspäckchen packen. Ja, dann habe ich für eine von den Mädels die hier mitgenommen, Snail Cream. Sie weiß schon warum, wenn sie das Video sieht. Bis dahin werden die ihr Päckchen nämlich auch haben. So, und dann habe ich für meine andere das hier gekauft, und zwar ein Coffee Scrub Makes Everything Possible for Your Body. Ich hoffe, dass ihr das gefällt, aber ich hoffe es. Da bin ich wieder. Es wurde dann doch jetzt ein bisschen zu laut. Machen wir mal weiter. Dann habe ich mir noch eine Haarmaske gekauft. Die habe ich bei der lieben Disam gesehen. Ich glaube, das war die, die sie da gezeigt hat. Das ist die Fredio Hungry Hair Soothing Goji Beere Haarmaske. Das sind 3-in-1 Conditioner, Rinse Out Mask, Leave In Mask. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, die riecht ganz gut. Bin mal gespannt, werde sie auf jeden Fall gerne ausprobieren. So, dann habe ich noch das ein oder andere fürs Gesicht mitgenommen. Einmal hier eine Gesichtsmaske mit Grapefruit. Ein Face Scrub mit Wassermelone und eine Face Maske mit Mango, weil Mango mag ich ja auch sehr gerne, deswegen ist die auch einmal mitgewandert. Und dann hatte ich mir ja hier so Knäufchen für meine Schränkchen da. Da sind noch diese hässlichen braunen Knäufchen dran. Und ich habe mir die hier mal gekauft. Ich hoffe, die passen, weil dann würde ich die nämlich nachher mal dran machen. Das kann dann sein, dass im nächsten Video dann nicht mehr diese hässlichen braunen Dinger zu sehen sind, sondern hier diese hübschen Keramik, schwarz-weiß. Ich hoffe, es passt. So. Und dann habe ich noch eine Sache. Ups. So. Und zwar ist das hier ein Holztablett, das habe ich mir mitgenommen. Da kann man nämlich schön Fotos drauf machen. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil es auch nicht so groß ist. Dann kann ich es auch gut zur Seite stellen und auch mal hier auf meinem Schränkchen da hinten verwenden. Und ich finde das eigentlich super süß, deswegen ist das auf einmal mitgewandert. So, damit wären wir durch mit meinem, ja, nicht so großen Einkauf bei Action, aber es war ja heute auch eher so ein Entspannungseinkauf für mich. Deswegen habe ich auch das ein oder andere mal so wieder mitgenommen. Ich war ja jetzt auch schon eine Weile wieder nicht mehr. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend, je nachdem wann ihr mein Video guckt. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns super schnell wieder. Bis dann, ciao!